Ja, hallöchen meine Freunde und willkommen zu einem ganz, ganz neuen anderen Video, bei dem ich was ganz, ganz Neues probiere. Denn statt eines Tests oder eines Let's Plays oder irgendwas anderem, was ich mal in der Vergangenheit gemacht habe, möchte ich heute mal so eine Art Erfahrungsbericht aufnehmen und euch sagen, was ich von der Beta des Spiels Overwatch halte, die ich in den vergangenen Tagen ziemlich intensiv mal gezockt habe. Das Video ist auch so ein bisschen eine Reaktion auf den Kommentar von Danny, der sich mal was Neues gewünscht hat, also neuere Spiele und nicht so einen alten Schinken. Obwohl, eigentlich wisst ihr ja, dass dieser Channel mehr existiert, um ältere Spiele zu zeigen. Daher nun wieder ist auch mal was Neues dabei, aber der Fokus soll definitiv auf älteren Sachen liegen. Das habe ich ja bisher auch so durchgezogen und das wird auch weiterhin so laufen. Trotzdem habe ich, wie gesagt, Overwatch mir angeguckt und bin ziemlich begeistert, weil Blizzard ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, die geilsten Ego-Shooter rauszuhauen. Ich erinnere mich an gar keinen einzigen. Ich weiß, es gab da mal irgendwie StarCraft Ghost. Das sah auch ziemlich gut aus. Ist ja denn irgendwie nie erschienen oder naja, es gab halt nie wirklich viel davon zu sehen. Und umso überraschender kam dann auch für mich Overwatch, weil ich das auch so überhaupt gar nicht auf dem Plan hatte. Ich wurde selbst nur darauf hingewiesen, habe mir die Beta dann gezogen. Die war ja auch offen für jeden und Blizzard möchte sogar, dass man Videos darüber macht und einfach das Spiel ein bisschen verbreitet. Und das tue ich ja jetzt mit diesem Video. Also erwartet kein Test, wie gesagt, ist ein Erfahrungsbericht, in dem ich jetzt grob das Spiel erkläre und was es so zu bieten hatte bisher. Ja, erstmal grob gesagt, was ist Overwatch? Overwatch ist ein Online-Multiplayer-Shooter. Erinnert mich persönlich sehr stark an Team Fortress 2, aber auch an Battleborn, das ja meiner Ansicht nach eine ähnliche Schiene fährt. Also alten Multiplayer-Online-Shooter mit verschiedenen Modi und ich meine, das ist hier was Ähnliches. Auch optisch unterscheiden sich die Dinger nicht. Die hauen halt alle mit so einer Comic-Grafik rein, aber hat bei Team Fortress funktioniert und wird hier auch funktionieren. Mich hat es auf jeden Fall nicht gestört und die Grafik geht einfach fließend ins Spielgeschehen über, weil man einfach irgendwann auch nicht mehr auf die Grafik achtet. Overwatch wird auf jeden Fall für den PC erscheinen, für die PlayStation 4 und die Xbox One. Geplant ist kein plattformübergreifendes Spielen, will aber auch keiner haben, wäre ja auch unfair wenn. Die Open Beta war mit 9,7 Millionen Spielern die erfolgreichste Beta, die Blizzard je vollzogen hat. Im Spiel selbst hat man das nicht gemerkt, weil man sowieso eine automatische Serversuche hat und gar nicht irgendwie in einem Serverbrowser rumsuchen musste, um irgendwelche Matches zu finden oder sonstiges. Aber gut, kommen wir dann mal eher zum eigentlichen Spiel. Das komplette Spiel spielt immer auf verschiedenen Karten, auf denen es dann verschiedene Spielmodi gibt. Ähnlich wie wir das aus Team Fortress kennen. Man hat dann irgendwelche Objective-Missionen, wo man dann beispielsweise ein Fahrzeug von Punkt A zu Punkt B bringen muss und auf dem Weg gibt es dann Checkpoints. Dann gibt es einmal das Angreiferteam, das muss diesen Wagen eben bewegen. Dafür muss es im Einflussbereich des Fahrzeugs stehen. Dadurch bewegt sich das. Kommt ein Gegner in die Nähe, hört es auf, sich zu bewegen. Heißt also, einer steht am Auto und die anderen knallen die Gegner ab, die dann kommen, um das Fahrzeug zu verteidigen und eben zu verhindern, dass es sich bewegt. Das ist gefühlt auch der Spielmodus, der hier im Spiel am meisten vertreten ist. Auf dem Weg gibt es dann immer Checkpoints, an denen kann das Fahrzeug nicht mehr zurückbewegt werden. Und wenn man das Fahrzeug ganz nach vorne bewegt hat, haben die Angreifer gewonnen und die Verteidiger haben verloren. Nachdem man diese Runde gespielt hat, wechseln die Teams dann, so dass da auch genug Abwechslung reinkommt. Dann haben wir den Angriffsspielmodus, bei dem gibt es eben ein Angreiferteam und ein Verteidigerteam. Das Angreiferteam versucht immer Punkte einzunehmen und wenn es einen Punkt eingenommen hat, muss es den nächsten einnehmen und dann wieder den nächsten und dann hat es die Runde gewonnen. Das Verteidigerteam muss diese Punkte beschützen und nach Ablauf der Zeit hat entweder das eine Team gewonnen oder wenn alle Punkte erobert sind, hat das andere Team gewonnen. Dann hat man den Punkt-Halten-Spielmodus. Dabei geht es darum, dass man einen Punkt möglichst lange vor den Angreifern beschützt. Sobald alle eigenen Leute an diesem Punkt gestorben sind und die anderen eben den Punkt übernehmen, beginnt sich eine Anzeige zu füllen und wer nach Ablauf der Zeit am meisten Prozentpunkte auf diesen Punkt gesammelt hat, hat dann eben gewonnen, quasi die Herrschaft übernommen. Das ist der Spielmodus, der eigentlich, finde ich, so gut wie gar nicht gespielt wurde. Hat mir auch persönlich selber nicht so viel Spaß gemacht. Aber das sind auf jeden Fall die Spielmodi. Jetzt kommen wir mal dazu, was das Spiel ausmacht und das sind nämlich die Klassen bzw. Helden. Denn in Overwatch gibt es aktuell 21 Figuren oder Helden, die sich allesamt unterschiedlich spielen. Unterteilen lassen die sich in 4 unterschiedliche Klassen. Einmal haben wir die Angriffsklasse, wo dann die Figuren drin sind, die ordentlich Schaden austeilen können, ordentlich was umbringen. Meistens sind die dann ein bisschen langsamer oder halten eben nichts aus. Dann haben wir die Verteidigungsklassen, irgendwelche Tanks, die ganz, ganz viel einstecken können, aber nicht austeilen können. Dann gibt es die Supportklasse. Ich meine, hier war zum Beispiel dieser komische Gnom drin, der Geschütze aufstellen kann, ähnlich wie der Engineer aus Team Fortress 2. Und wir haben die Healer-Klasse. Hier sind unterschiedliche Figuren drin, die primär eigentlich Verbündete heilen sollen, also Teammitglieder, aber auch
ein paar Besonderheiten in ihren Angriffsstrukturen haben. Jeder von diesen 21 Helden hat dann eine Primärfähigkeit und eine Sekundärfähigkeit und dazu dann noch eine Spezialfähigkeit, die man aber mit der Zeit aufladen muss. Die lädt sich dann auf, wenn man, ich glaube, Gegner abschießt oder wenn man gerade einen Punkt einnimmt. Das seht ihr im Spiel auch immer in der Mitte, das ist diese Prozentanzeige, die sich da langsam füllt. Und sobald die voll ist, können wir die Spezialfähigkeit einsetzen. Die anderen Fähigkeiten haben einfach eine Cooldown-Zeit, die hier runterlaufen muss, bevor wir die wieder einsetzen können. Die ist meistens aber bei den meisten Figuren nicht allzu übertrieben, dass man nicht lange warten muss, bevor man wieder seine tollen Sachen einsetzen kann. Im Video selbst werdet ihr auch nicht so viele Klassen sehen, weil ich nicht so viele Klassen gespielt habe. Mir hat am besten der Reaper gefallen, weil er einfach ohne Ende austeilen konnte. Hat halt Schaden ohne Ende gemacht. Seine erste Fähigkeit war irgendwie, dass er durch die Gegend geschwebt ist und konnte dann nicht getroffen werden. War quasi unverwundbar. Konnte natürlich auch nicht schießen, aber es war super. Man rennt halt irgendwo in eine Menschenmenge rein, ballert da wild um sich, aktiviert dann die Fähigkeit und verzieht sich wieder. Die meisten Leute lassen einen dann auch ziehen. Die zweite Fähigkeit war dazu da, dass man sich teleportieren konnte an einen Punkt. Ist sehr praktisch gewesen, wenn man auf ein Dach wollte. Dann hat man einfach gewartet, bis der nächste Gegner unter einem durchlief oder am Haus unten vorbei und ist dann vom Dach runter in seinen Rücken gesprungen, hat ihn dann zweimal mit der Schrotflinte reingeschossen und der ist dann halt umgekippt. Ist eine coole Sache gewesen, habe ich öfters gemacht, hat auch immer gut funktioniert. Ich kann es nur immer wieder sagen, der Reaper hat hier ausgeteilt ohne Ende. Ich habe mit dem auch immer die Highlights gehabt. Nach jedem Match wird sozusagen die geilste Szene im Spiel rausgesucht und die kann man sich dann angucken. Oder eher gesagt, die gucken sich alle an und danach kann man dann das eigene Team und die Gegner auch bewerten. Genau wie man das Match bewerten kann. Es sind halt nette Gimmicks, die im Spiel so drin sind. Und mit dem Reaper hatte ich eigentlich immer das Highlight. Also so gut wie in fast jedem Match. Ich habe hier auch gerissen ohne Ende. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, aber entweder hatte man hier Gegner, die überhaupt nichts konnten, oder man hatte Gegner, die einen regelrecht in der Luft zerfetzt haben. Das Spiel hat definitiv ein Balancing-Problem. Ich hoffe, das wird dann in der fertigen Version sich ändern und dass sie irgendwie was einführen, wie in Counter-Strike Go zum Beispiel, Skillgruppen oder keine Ahnung was. Aber so wie es da lief, hatte ich entweder Spaß oder ja, halt nicht. Und so kann es eigentlich nicht sein. Im Spiel selbst kann man übrigens jederzeit seine Klasse wechseln. Ihr werdet das im Video auch, denke ich, sehen. Ich werde vom Reaper auch hin und wieder mal andere Sachen austesten. Zum Beispiel den komischen Cowboy, keine Ahnung wie der heißt. Fand ich eigentlich nicht so toll. Dann habe ich auch öfters mal, ich glaube, Farah heißt die Charakterin. Die habe ich genommen. Das ist so eine Tussi, die konnte mit ihrer einen Fähigkeit ziemlich lange durch die Luft schweben und fliegen. Und mit der anderen weiß ich schon gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie einen Raketenwerfer hatte, der ordentlich Splash-Damage gemacht hat. Das hat immer gut funktioniert, wenn sich die Leute irgendwie in Ecken versteckt haben als Sniper oder wenn die einfach auf dem Haufen waren und quasi untötbar waren, falls es das Wort überhaupt gibt. Ja, und sonst habe ich eigentlich nicht viele Charaktere hier getestet, weil die alle relativ kompliziert waren. Man muss sich hier halt richtig reinfuchsen und die Charaktere allesamt erkunden und es sind eben 21 Stück. Also das dauert eine Weile und da hatte ich gar keinen Nerv zu. Ich denke mal, das war auch mit einer der Gründe, warum ich so gut war. Auch wenn ich ziemlich schnell auch rausgefunden habe, dass es zu jedem einzelnen Charakter immer einen Konterpart gibt, der einen ziemlich fertig machen kann. Gibt es zum Beispiel irgendeine Tusse, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die kann einen vereisen. Die hat den Reaper so fertig gemacht, man hat quasi keine Chance, gegen die anzukommen. Andererseits gab es dann auch Charaktere, die ich einfach ziemlich schnell immer weggerissen habe, weil die sich gar nicht wehren konnten. Die waren halt einfach schlicht und weg zu langsam. Andererseits gab es dann aber auch diesen komischen Ninja-Typen, der so schnell war und der so eine fette Special-Attacke hatte, der man gar nicht ausweichen konnte, der zweimal mit seinem Säbel darum gezuckt hat und schon war ich tot. Also ich glaube, wenn man hier ein bisschen Mühe noch ins Balancing steckt, hier noch ein paar mehr Karten reinhaut, dann kann das hier echt eine runde Sache werden. Und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich groß sagen soll. Ich hatte mit Overwatch richtig viel Spaß. Ich bin drauf und dran, mir das zu kaufen, weil es echt eine schöne Abwechslung ist zu Counter-Strike Go, was ich sonst eigentlich immer spiele, weil es auch einfach dynamischer ist, spielt sich gefühlt ein Stückchen besser als Team Fortress 2, was ich auch sehr gut leiden konnte. Aber da war einfach irgendwann die Luft raus und das Spiel habe ich jetzt 5-6 Stunden gespielt und ich könnte gut noch mehr davon haben. War echt eine geile Open Beta, lief alles schnurstracks, ohne irgendwelche Mucken, ohne irgendwas. Es lief auch technisch sehr gut, es sieht gut aus, es spielt sich super. Es ist ein cooles Teamspiel und ja, wenn ihr euch das auch holt, dann könnt ihr mir mal Bescheid sagen und dann können wir auch mal alle zusammen zocken. Natürlich nur, wenn ihr das wollt. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch weiter sagen soll. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir einfach mal einen Kommentar runter. Ihr könnt mir auch gerne drunter schreiben, wenn ihr auch die Open Beta getestet habt. Also was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr euch das kaufen werdet. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, was bestimmt ein Test sein wird. Ich hoffe, Danny ist jetzt glücklich und ich habe wieder meinen Seelenfrieden. Und ich sage wie immer, ciao, ciao.
einfach. Meine Feinde